Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es ein Gameplay von unserem Netzwerkpartner, dem Ikevinio 90. Er spielt mit der AN94 mit Griff, Schaft und Vollmantel ein Sprengkommando-Match auf der Map The Tour. So, als Perks Leichtgewichtsfähigkeit, Todesstille und die Extrembedingung und die Abschussserien der Thorn-Helikopter, der Obitor-Satellit und der Swarm. So, und das Wetter hat ein bisschen nachgelassen, aber es soll wieder heiß werden, Freunde. Und wenn das Wetter heiß wird, dann werden auch die Frauen heißer. Die Röcke werden kürzer und deshalb gibt es heute mal unnützes Wissen sexistisch. Wir fangen direkt mal an. Und zwar ganz locker. Etwa 15 Kilogramm entspricht der Druck, mit dem leidenschaftlich Küssende ihre Lippen aufeinander pressen. Ich wiederhole nochmal, etwa 15 Kilogramm. Es gibt YouTuber, die wiegen nicht so viel. Also das ist schon ziemlich krass. So, ungefähr 10 cm lang ist die weibliche Klitoris. 3/4 davon liegen verborgen im Körperinneren. 3/4, das ist wie ein Eisberg hier. 75% unter Wasser. Mhm. Durchschnittlich 18 Jahre ist der Weltbürger beim ersten Geschlechtsverkehrs. Okay, wenn wir den annehmen, ist das schon früher. So, was haben wir denn noch? Ui, der Seitensprung ist weiblich, Freunde. Heißt zwar der Seitensprung, nicht die Seitensprung. Aber 36% der Frauen haben laut einer aktuellen Studie ihren Partner schon einmal betrogen. Damit liegen sie deutlich vor den Männern, die schaffen es nur auf 30%. Ja, Freunde. Etwa 23% aller Schäden an Fotokopierern werden weltweit von Leuten verursacht, die darauf sitzen, um ihren nackten Arsch zu fotografieren. Okay, der eine YouTuber, den wir hier in unserer Community haben, der wird das nicht schaffen. Der müsste schon darauf umspringen. So. So, Stimmung da draußen. Haben wir irgendwas zum Thema Polizei? Mindestens 2 Polizisten müssen im US-Bundesstaat Kentucky eine Frau begleiten, wenn diese in einem sexy Badeanzug einen Highway betreten will. Dieses Gesetz, und jetzt aufpassen, Freunde, gilt allerdings nur dann, wenn die Frau zwischen 45 und 100 Kilogramm schwer ist und kein Pferd ist. Vielleicht muss ich gerade eine rüberdrehen. Rund 50% der Menschen, in deren Kultkreis der Kuss als Zeichen der Zuneigung gewertet wird, haben ihr erstes Kusserlebnis, bevor sie 14 Jahre alt werden. Das ist korrekt. Im Kindergarten geht es nämlich schon ordentlich los, Freunde. Da wird schon... Ja, da geht es ordentlich los. Rund 12 Wochen beschäftigt sich der Durchschnittsdeutsche in seinem Leben mit dem Vorspiel. Mhm. Und wo ist jetzt hier die... Wo sind hier die Statistiken, wie oft jetzt hier geknattert wird? Wenig Bildung, früher Sex. Unglaubliche 63% der Hauptschülerinnen, Hauptschule, hatten im Alter von 14 Jahren oder früher schon einmal Sex. Bei den 14-jährigen Gymnasiastinnen sind es dagegen nur 32%. Ist die Frage, dumm fick gut? Was sagt ihr? Meine Frage. Eure, für die Leute, die jetzt schon Sex hatten, wenn ihr keinen Sex hatte, braucht ihr, könnt ihr irgendwas anderes kommentieren, aber für die Leute, die jetzt schon Sex hatten, dumm fick gut, ja oder nein. Schreibt einfach nur ja oder nein rein, das reicht mir schon. So. Hier, für den Fössel, dicke Dinger. Die Gesellschaft für Konsumforschung hat in einer Untersuchung herausgefunden, dass es 57% der Britinnen auf Körbchengröße D bringen. Sie tragen damit die größten Brüste Europas vor sich her. Deshalb lernt der Fössel auch Englisch. Der will auswandern, die Sau. Übrigens, wir sind ja jetzt bald im Urlaub. In ein paar Tagen geht's los, in wenigen Tagen. Und ich werde auch Urlaub auf meinem Kanal machen. Das heißt, es wird nicht jeden Tag ein Video kommen, weil ich so geldgeil bin. So. 6 bis 7 Mal im Leben können Austern ihr Geschlecht wechseln. Der eine YouTuber auch. Ah ja. Ach ja. So, was hat man noch hier? Und das. 28% aller Amerikanerinnen hatten nach einer Umfrage mit der Zeitschrift L schon mal eine Affäre mit ihrem Boss. Nur 7% mit einem Untergebenen. Das ist natürlich hart, ne? Dann müsst ihr Geschäftsführer werden. 51% aller männlichen Briten haben sexuelle Fantasien, in denen Fußballstar David Beckett vorkommt. Als Konkurrent vermutlich. Also mal ehrlich. Die haben doch echt einen an der Klatsche. Das kann ich mir Mario Gomez oder so vorstellen.
sich überhaupt einen Typ vorstelle. Jeder, jedem das seine. Also hier für die Leute, die so veranlagt oder homosexuell veranlagt sind, gar kein Thema mit. Aber für mich? Nee, danke. So, dann geht es mal weiter. Was haben wir noch? Mindestens 24.644.172 Webseiten, also stolze 12% des gesamten Internets, waren zum Zeitpunkt der Zählung im Jahre 2010 pornografischen Inhalts. Diese aktuelle Zahl wurde jetzt vom Online-Blog Online-MBA ermittelt. Jede Sekunde schauen sich im Schnitt 28.258 Internetbenutzer Pornos an. Ihr gerade nicht. Das heißt, wir haben die Statistik schon wieder runtergetrieben. Keine macht den Pornos, macht YouTube. So, was haben wir noch? 2628 Brautpaare ließen sich 1996 auf den Bahamas trauen. 73,8% der Bräute und 86% der Bräutigame waren 30 Jahre oder älter. Nochmal einen kleinen Tipp. Ich habe das... was haben wir noch? Nee, machen wir nicht. Machen wir weg. Hier zum Thema Pornos. 30,3% der Deutschen lehnen sie ab. 22,8% schauen sie sich alleine an. 28,9% zusammen mit dem Partner oder Partnerin. Und 14,1% geben laut einer aktuellen Umfrage an, dass sie dies gerne mit Partnerin täten, sich aber nicht trauen, sie zu fragen. Freunde, einfach hin. Fragen hier, kostet nichts. Drauf die Luzi. Ganz einfach. Kostet doch nichts, oder? Angeblich hatten 78% aller Schweden bereits sexuelle Erfahrungen mit einer Frau gemacht. In Deutschland sind es immerhin 50%. Ob das stimmt, ist die Frage. Also ich sage ja nur, die Schweden, lecker Schmecker. So, Freunde, 47:5, der Drops gelutscht. Und ja, jetzt wird morgen, übermorgen noch ein Video kommen und dann ist Urlaub. In diesem Sinne, ab in den Urlaub mit dem Commander. Tschüss.